Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Countdown-Video. Baby ist immer noch im Bauch und es ist ruhig und ich muss euch mal eben sauber machen. Etty ist ein Schwein. Und ich habe so, weiß ich auch nicht, das Vertrauen in meinen Körper verloren, weil der hat mir so oft gesagt, es geht los. Und es geht einfach nicht los. Und bei jedem Ziehen oder Zucken habe ich dann immer gedacht, oh, jetzt vielleicht und jetzt vielleicht. Und es kommt nicht. So, morgen ist ET. Ich war 2 Wochen, oder? Du warst, ja, da wurde eingeleitet, ne? Nee. Nein? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich mache uns gerade einen Shake. Ein Gemüsecake. Also, ich wollte da heute mal Grünkohl mit reinmachen. Erdbeeren. Und da fehlt noch mehr Obst. So. Und alle fragen immer, alle, die anrufen, sagen immer und. Ich weiß, sie meinen das gut. Aber. Ja, ich bin ja so schon, was heißt unter Druck, aber ich denke halt so, ja, wenn das nicht klappt, jetzt innerhalb von 10 Tagen nach ET, dann darf ich nicht mehr ins Geburtshaus. Egal. Klappt schon, ja, ich weiß. Ich habe mir noch einen Salat gemacht, Vitamine. Falls es heute losgeht, habe ich einen gesunden Start in den Tag. Aufgaben oder so gegeben, hat schon fertig. Ja, ist doch schön. So, in manchen Fächern habt ihr manchmal ganz viel und dann in anderen wieder ein bisschen weniger, ne? Das wäre ganz wenig, ja, das würde eigentlich mal Hausaufgaben geben. Das ist super. Gerade vom Spazierengehen wieder reingekommen. Bernd und ich waren mit Smurfy die große Runde, in Anführungsstrichen groß. Also, die ist jetzt nicht mehr so groß, wie die früher war, wo ich nicht schwanger war, wenn wir laufen, aber halt trotzdem die Mittagsrunde halt. Bernd ist jetzt eben in den Barf-Shop gefahren, ein paar so Knabberteile holen für Smurfy und schaut mal, was passiert ist. Bernds Brille ist runtergefallen. Das sind ja, also ist Glas halt, echtes Glas. Ist gesprungen, ist jetzt nicht so tragisch, die ist versichert, die Brille. Und wir müssen, ich glaube, 10 Euro dazu zahlt für das Glas. Ist nicht so schlimm. Aber trotzdem ärgerlich. Aber ihr wisst, ich habe auch meine Brillen. Also 2 Brillen bekomme ich noch. Die liegen jetzt schon seit Wochen bei Fielmann. Und ich habe die immer noch nicht abgeholt. Weil immer, wenn ich den Termin da habe, war irgendwas. Und jetzt so kurz vor der Entbindung möchte ich da nicht hin, weil ich Angst habe, dass ich in Quarantäne muss oder so. Weil wenn da einer positiv ist und angibt, dass ich bei ihm oder ihr in Behandlung war oder halt zum Brillenaufsetzen da war, dann muss ich ja auch in Quarantäne. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen bin ich nicht mehr hingegangen. Und jetzt haben wir gesagt, dann im Februar gehen wir alle hin nach Fielmann. Also Calvino, Bernd und ich. Weil Calvino braucht auch unbedingt eine neue Brille. Unbedingt. Die Sehstärke hat sich zwar nicht geändert, aber diese Bügel sind schon locker bei ihm. Und ich hätte auch gerne wieder meine Brillen, die ich so gerne hatte, wie auch immer. Ja, und jetzt wollte ich eben kochen, denn Etty, hör auf. Geh raus da. Der will hier die Spieluhren immer haben. Die sind für Livia, nicht für dich. Jedenfalls wollte ich eben kochen, denn ihr wisst, ich muss 2-mal am Tag diese Buscopan-Zäpfchen nehmen und soll dann ruhen, so eine Stunde ungefähr. Keine Ahnung, damit die nicht wieder rausfallen oder so, ich weiß es auch nicht. Und deswegen wollte ich jetzt eben kochen. Bei uns gibt es heute China-Nudeln, die wir selber machen. Dazu haben wir... Ey, hast du jetzt die Spieluhr aus? Aus. Darfst du die haben?
Das ist von Livia, die Spieluhr, Smurfy. Das ist nicht deine. So ist fein. Schnüffeln darfst du. So ist fein. Super. Fein. So ist fein. Ja, musst du auch lernen alles, ne? Dass du das nicht haben darfst. Das ist Babyspielzeug. Ja, so ist fein. Wo ist dein Spielzeug? Sollen wir das mal holen, Smurfy? Komm mal mit. Komm, wo ist dein Spieli? Komm mal mit. Smurfy, hier. Guck mal hier, du hast so viel. Hier. Oh, such dir mal was aus. Was hast du da? Komm, wir spielen. Oh, was möchte dein Schweini? Du zerstörst halt gerne. Du hast halt sehr viel zerstörtes Spielzeug. Ja. Wollen wir das Lama nehmen? Komm. Oh, meine. Ja, super. Oh, jetzt kriege ich dich. Jetzt komme ich. Oh, warte. Jetzt kriege ich dich. Ja, die machen wir. Die haben wir von Aldi. Habe ich euch in einem Foodhaul gezeigt. 6 Minuten müssen die kochen. Und als Gemüse haben wir hier die das China-Gemüse aus der Metro hatten wir mitgenommen. Das hier. China-Mix. Genau. So. Dann bereite ich das vor. Ich weiß nicht, soll ich ein oder zwei hier von den Nudeln nehmen? Ich glaube, ich mache zwei. Das sind, ja, auf jeden Fall. 250 Gramm ist ein bisschen wenig, ne? Ja, und hier sind halt alle möglichen Sachen drin. Ich zeige euch, wenn es fertig ist. Na, der Bernd hat jetzt die Küche übernommen und ich mache hier das Video von gestern und mir ist was aufgefallen. Und zwar ist was ganz Blödes passiert. Ich habe so eine App, diese Countdown-App, womit ich ja errechnet habe, weil ich habe ja mit dem Baby-Countdown schon vor, weiß ich nicht, 35 Tagen oder so angefangen. Und dann hatte ich mir halt diese Countdown-App genommen, runtergeladen und habe das den 16. Januar eingegeben. Und heute ist der 15. Und schaut mal, da steht jetzt noch 0 Tage, ne? Aber halt noch 11 Stunden bis 0 Uhr. Und deswegen ist jetzt in diesem Countdown, in den ganzen Videos, für euch heute ET. Aber es ist ja erst morgen. Ergibt das Sinn, was ich jetzt erzählt habe? Warum das so passiert ist? Also haben wir jetzt, heute ist noch ein Tag, aber ich habe jetzt das Video geschnitten, wo auch steht, ein Tag noch. Also haben wir zweimal noch einen Tag oder zweimal ET. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Misti Kaki. Also wisst ihr Bescheid? Morgen ist ET. So kann es gehen. Das, ich verbuche das mal unter Schwangerschaftsdemenz. Ja. Genau, schön viel Knoblauch. Scharfessen soll auch venenfördernd sein. Wenn man danach schärfen und scheitert gehen wieder. Ja, das Livia tritt gerade. Ein Fussi. Ein Fuß merkt man hier. Sieht man das? Manchmal rüttelt der ganze Bauch, wenn die sich bewegt. Die hat eine Riesenkraft. Der Bernd wird auch sogar vermöbelt, durch den Bauch durch, ne? Mhm. Ja gut, wollte ich euch nur Bescheid sagen, dass ihr Bescheid wisst. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt mache, ob ich einfach noch einen Tag bis ET mache oder wie auch immer. Sorry, tut mir leid. Schmeckt aber super schon. Ja, machen wir noch ein bisschen dran. Mhm. Ist das Sojasauce? Indonesische Sojasauce. Mhm. Was wir nochmal um Mittag rein? Mhm. Er probiert das auch. Mal gucken, Mäuschen. Etty, das ist heiß. Geh mal weg. Toll, die ist auch sauber, sagt er. Da könnt ihr so schön schlecken, die dreckige Spülmaschine. Ich muss euch mal eben weglegen. So, dann essen wir die Montag. Ja. Muss noch einfrieren auf den Rest dann. Was einfrieren? Currywurst einfrieren? In der Wurstpfanne. Ach so, ja. Sollen wir die Currywurst ja essen nach der Geburt, die ja jetzt ganz zügig losgeht?
Dann habe ich Kraft zum Milchproduzieren. Aus Murphy, mir ist da eine Nudel runtergefallen. Na, also, komm, bestell ich Pizza oder so. Stell ich in die Küche oder so. Ja, schmeckt lecker. Nur für mich persönlich mehr Salz, aber du weißt. Die Sojasauce kommt ja noch. Also die zieht ja noch nach. Okay. Dann aber lecker. Auf dem Teller nachsalzen. Sehr delikat. Es ist schon nachmittags oder abends. Ich glaube 19 Uhr oder so ist es. Und Bernd ist jetzt eben zum Laden gefahren. Er muss da packen für morgen. Morgen wird geliefert. Und dann sagt er, dann macht er schon mal die ganzen Lieferungen fertig. Falls es losgeht, dass jemand anders einfach nur die Sachen nehmen kann. Also die ganzen fertigen Lieferungen und die ausliefern kann. Also das ist halt so im Moment. Wir bereiten jeden Tag alles vor. Also ich mich, ne, dass ich dusche und hier alles die Wohnung fertig macht, dass wenn jemand hier kommt zum Aufpassen, dass alles ordentlich ist. Bernd mit der Arbeit, dass alles ordentlich ist. Ich schneide jeden Tag die Videos. Manchmal, sonst habe ich die auch schon mal 2 Tage auflaufen lassen oder so. Das mache ich jetzt. Also jeden Tag, dass alles bereit ist, dass sie kommen kann. Und sie kommt nicht. Naja, ich habe ja noch, morgen ist ja erstmal ET, ne? Aber trotzdem macht man sich so Gedanken. Und am Ende wird sie sowieso kommen an einem Tag, wo nicht alles vorbereitet ist. Ich bin mir ganz sicher, dass es so kommen wird. Ja, okay, jetzt ich bereite hier ein bisschen Abendbrot vor. Was heißt Abendbrot? Heute gibt es nicht so Abendbrot, heute gibt es Döner. Wir haben noch 2 Dönerbrote. Dann haben wir noch dieses arabische Fladenbrot, richtig lecker. Also früher habe ich das total gerne mit Sucuk gegessen und Mayo und dann so gerollt. Und heute esse ich das mit Salami. Smurfy? Ach da, jo, fein. So vegane Salami. Und auch mit Mayo und roll das dann. Und ja, ich mache hier unser Gyros. Sorry, der Herd ist ein bisschen messy. Und der Hund dreht durch. Ich mache jetzt noch ein Tzatziki, wenn wir noch Creme Vega haben. Da ja, haben wir. Genau. Und dann gibt es Pommes dabei und Kartoffelecken und sowas alles. Hier haben wir noch Salat fertig geschnibbelt. Alles Mögliche. Oh, haben wir eine Gurke? Nein, wir haben keine Gurke. Nur einen Rest. Egal. Tut's auch, ne? So ein Rest der Verwertung. Ja. Hast du mein Handy auch mit dann? Ist das so Roti? Mach ich. Weil ich kann das hier oben schon mal anschließen. Kannst du auch machen. Viel Spaß beim Duschen. Darf ich von deinem Gefühl erzählen? Von deinem Gefühl erzählen? Mach. Lass dir auch nicht machen. Ja. Ich laufe dem Hund aber nicht hinterher. Ich laufe dem Hund jetzt aber nicht hinterher, wenn er oben schrümmelt. So, ich wollte das Video noch eben beenden. Wir haben 10 vor 10. Und Bernd hat ein Gefühl, dass es heute Nacht losgeht. Deswegen ist er jetzt noch eben duschen gegangen, damit er frisch ist. So, Smurfy ist selig. Der hat gerade so ein riesiges Kuhohr gekriegt. Oder Kalb oder Kuh, ich weiß es nicht, mit Fell. Das hat er eine Stunde oder so gekaut. Und dann war es auf einmal weg. Und dann hat er immer so geröchelt. Da haben wir ein bisschen Panik bekommen. Aber jetzt ist wieder alles gut. Jetzt muss er das verdauen. Ne, Smurfy? Ja. Jetzt bist du ganz selig. Ja. Hier ist weiter alles ruhig. Ab und zu eine kleine Wehe. Aber ich sag euch, die waren in der 25. Schwangerschaftswoche stärker, diese Übungswehen und Senkwehen, die ich hatte. Unglaublich. Ja, morgen ist ET.
Morgen haben wir wieder Termin im Geburtshaus bei der Hebamme. Und ab morgen müssen wir jetzt jeden zweiten Tag dahin. Ja, mal schauen. Ich versuche weiter, mich zu entspannen und mich nicht davon stressen zu lassen, so dass halt alle immer fragen, ob sich was tut, ob sie schon da ist, ob die Venen da sind, ob sie sich noch bewegt und so. Ja, wie ihr schreibt, viele schreiben von euch immer, Mädchen brauchen länger, die müssen sich schick machen. Noch schminken, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Die ist einfach noch nicht fertig und ja, hat ja noch 10 Tage Zeit. Alles gut. Haben wir nicht gesaugt hier. Also der Staubsaugerroboter, den habe ich heute nicht hier durchgejagt. Und ich habe euch doch gerade noch erzählt, dass sie bestimmt an einem Tag kommt, wo nicht alles Tico-Taco ist hier. Ja, ihr glaubt nicht, wie viele Hundehaare hier rumliegen. Wenn man einen Tag nur nicht saugt, selbst wenn wir jeden Tag hier den Roboter durchsaugen lassen, wie viele Haare der hier verliert, ne? Unglaublich, der müsste bald Glatze haben. Ja. Ja gut, dann gehe ich jetzt auch mal nach oben und nimm den Smurfy mit. Smurfy? Smurfy? Ich habe keinen Lecker. Dafür bist du immer zu haben, ne? Genervt. Komm, wir gehen schlafen. Okay, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn sich jetzt heute Nacht wirklich Wehen bemerkbar machen sollten, wo ich meine, ne, die führen zur Geburt, dann schalte ich natürlich die Kamera ein und ihr seht morgen den nächsten Vlog, egal ob es losgegangen ist oder nicht. Ich vlogge jetzt, bis es da ist, das Baby. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.